Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Pokémon Go News und den Quest Day, also den Forschungstag, der am Samstag mit den Flug-Pokémon kommt. Für die Trainer, die am GoFest 2023 nicht teilgenommen haben, haben nun die Möglichkeit, ein kostenfreies Diancie zu bekommen. Falls ihr doch am GoFest 2023 teilgenommen habt, bekommt ihr stattdessen Bonbons. Finde ich ehrlich gesagt wirklich ziemlich blöd, dass wir jetzt immer noch kein zweites Diancie bekommen, sondern wieder nur Bonbons, weil wir ja, die meisten von uns haben beim GoFest 2023 ja teilgenommen. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir irgendwann wieder die Chance haben auf ein Diancie in vielleicht Top Raids oder sowas ähnliches und dass wir dann endlich die Chance haben, ein gutes oder ein 100er zu bekommen, falls wir hier noch keins bekommen haben. Die Spezialforschung heißt Edles Schimmern, gibt es seit dem 1. Mai in Pokémon Go. Wann diese Forschung nicht mehr verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Und das Diancie bekommt ihr auf der vierten Seite. Hier auf der Infografik könnt ihr auch sehen, welche Schritte ihr dafür erledigen sollt. Ein weiteres kostenpflichtiges Winnie-Crow ist verfügbar, und zwar im Wunderticket. Wenn ihr euch das Wunderticket noch nicht gekauft habt, wäre das jetzt immer noch möglich und ihr habt noch 22 Tage Zeit, euch es zu kaufen. Und ich glaube, ihr habt sogar länger als 22 Tage Zeit, alle Aufgaben zu erledigen. Soweit ich weiß, war das, glaube ich, bis 15. Juni, bis ihr das erledigen sollt. Das Ticket kostet 11,99 € und es sind insgesamt drei kostenpflichtige befristete Forschungen, die ihr da erhaltet. Seit 1. Mai ist das Wunderticket Teil 3 verfügbar. Seit dem 2. Mai ist Capo Chime in den Fünferräts. Seine Schwächen sind Elektro- und Pflanzen- und Giftattacken. Seine Max-WP sind 1632 und 2041 mit Wetterverstärkung bei Regen oder bewölkt. Dieser Raid-Boss ist zu zweit schwer, ab drei Trainern ist er aber einfach. Bleibt aber noch bis 16. Mai in den Fünferräts. Seit dem 4. Mai könnt ihr das erste Mal gegen Krypto Suicune in den Krypto Fünferräts besiegen. Natürlich leider nur am Wochenende. Und ihr habt auch die Chance, zum allerersten Mal ein Shiny zu begegnen. Und vielleicht habt ihr ja Glück, eins zu begegnen und dann auch zu fangen. Seine Schwächen sind Elektro- und Pflanzenattacken. Seine maximale WP sind 1704 und 2130 mit Wetterverstärkung, leider nur bei Regen. Dieser Raid-Boss ist zu zweit schwer, zu dritt mittel und zu viert einfach. Dabei ist aber wichtig, die Einschätzung ist immer mit erlösten Edelsteinen. Dieser Raid-Boss bleibt auf jeden Fall mal bis Ende Mai in den Krypto-5er-Raids. Der dritte Meisterball kommt ins Spiel von Pokémon Go. Und zwar am 14. Mai wird es ein Event geben, das heißt dann Fangwunder. Und in diesem Event gibt es eine kostenfreie Spezialforschung und da könnt ihr euch den dritten Meisterball verdienen. Und nun kommen wir zu dem Event Quest Day oder auch Forschungstag mit Flug-Pokémon. Dieser findet am Samstag, den 11. Mai von 14 bis 17 Uhr statt. An den Pokéstops wird es natürlich wieder eventexklusive Feldforschungen geben. Nur dieses Mal wird es wohl immer ein Pool von folgenden Pokémon sein, wenn ihr diese Aufgaben erledigt. Habitak, Dodo, Huthut, Schwalbini und Gironimatz. Ich finde diese Veränderung leider nicht so prickelnd. Ich fand es deutlich besser, dass maximal zwei Pokémon bisher in diesen Forschungstagen drin waren. Jetzt sind es mittlerweile fünf. Da sind immer wieder Pokémon dabei, die man vielleicht gar nicht möchte. Und man kann es halt einfach nicht aussuchen. Wer möchte nicht, dass lieber das Gironimatz rauskommt? In der Wildnis wird es auch einige Pokémon geben, wie zum Beispiel Taubsi, Kramux, Wingull, Staralili, Düsselgur und Dartiri. Davon haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Kandidaten, die schon einen C-Day hatten. Die anderen vier Kandidaten sind zwar auch ganz nett, aber man muss dazu sagen, hier gibt es ja keine erhöhte Shiny-Chance, wie aus den Feldforschungen.
Zu diesem Event könnt ihr euch eine befristete Forschung optional kaufen für 99 Cent. In dieser Forschung sollt ihr eine Wahl treffen. Ihr sollt zwischen Habitak, Dudu, Huthut, Schwalbini oder Geronimatz wählen, um weitere Exemplare von diesem Pokémon zu begegnen. Jetzt ist halt nur die Frage, wo begegnet man diese Pokémon dann? Bekomme ich das Pokémon dann nur noch aus den Pokéstops? Dann wird es etwas schwierig für mich, für die Auswahl. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich jetzt von jedem Pokémon, das hier in dem Pool ist, schon einen 3-Sterne-Shiny habe. Aber das seltenste Pokémon ist auf jeden Fall Geronimatz. Huthut auch, aber Huthut kriegt irgendwann ein Event und dann kann man das Pokémon definitiv auch wieder in Shiny besser begegnen als zuvor. Auch Habitak ist ein ziemlich seltenes Pokémon, würde ich eigentlich sagen, aber in letzter Zeit kam es jetzt doch endlich mal häufiger in Pokémon Go. Deswegen, also Habitak würde ich hier wahrscheinlich eher nicht wählen. Natürlich könnt ihr das Ticket auch wieder an Superfreunde verschenken. Und Dankeschön an den Leon für das Ticket. Ich bin auf jeden Fall mal super gespannt. Falls was richtig Cooles rauskommt, werde ich das Pokémon auch nach dir benennen. Habe ich beim letzten Community Day bei Cutter Blue Sky auch gemacht, werdet ihr dann beim nächsten Community Day Video sehen. Ist gar nicht mehr so lange hin. Am 19. Mai ist der nächste Community Day. So, das war's von mir mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da, wie es euch genau gefallen hat. In Zukunft vielleicht am Anfang eines Monats, dass ich das dann vielleicht ein bisschen zusammenfasse, was denn so kommt. Dass ich euch auch den Krypto-5er-Boss vielleicht nochmal ganz kurz vorstelle. Aber wirklich halt nur kurz. Alles Weitere sieht man ja zumindest auf der Infografik. Falls das euch aber alles viel zu kurz ist, auch gerne in die Kommentare, dann würde ich es natürlich auch anders machen. Auf dem Weg zu den Kommentaren kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort könnt ihr dann auch noch meine anderen Kanäle abchecken, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal. Dort streame ich regelmäßig 3-mal die Woche. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Batsch!